from there. Flexi, was geht ab? Brainerd and Stetten. Eigentlich müsste ich die Cam haben, um den Coach zu filmen. Aber jetzt hier Coach-Cam aus der Pretz. So sieht's aus. Neueste Perspektive, neues Feature von Radical hier für die DPL heute. Richtig. Ich kriege jetzt also quasi den ganzen heißen Scheiß mitten aus dem Mitschnitt. Das ungeschnittene Gefühle. Das ganze Not und Elend, was ich sehen muss, die ganzen Highlights, die ich sehen kann und darf. Echter Herzschmerz. Ich habe auch eben mit dem Disco schon unten ausgehandelt, dass wir uns nichts schenken. Ja, ich habe alle schmutzigen Tricks erlaubt. Disco ist in dieser Richtung. Ja. Werden wir bestimmt nachher mal sehen. Ich habe heute tatsächlich die Pulso überlegt, ob ich sie anziehe, aber. Deine eigene. Lassen wir mal weg. Ja, die Pulso. Ja, die wird live übertragen. Ja, also Puls von Flexi wird live gestreamt. So sieht's aus. Wie gesehen, heute die Brett Box hier, Gameplans aus der ersten Hand. Ja, auch guckt gerade live keiner beim Disco mit. Ja. Zum Glück ist das Internet, der Internetempfang ist relativ schlecht hier, deswegen können wir relativ sicher sein. Mal kurz deine Kamera, geh rüber und film den hier. Ja. Und genau, wir sehen gerade, dass die Refs das Feld noch vorbereiten. Die 5 Minuten laufen schon. Der erste Gameplan ist schon gemacht. Ja. Und dann schauen wir mal, was passiert. So, ja, sagen wir es, wie es ist. Brainerd Amstetten. Vor und in seinem Spiel, hätte ich gesagt, wird richtig harte Nuss. Eben haben sie halt einmal hart einstecken müssen, unerwartet. Das heißt, wir wissen, sie sind verletzlich für heute. Beide Teams heute mit guten und weniger guten Leistungen, um es mal so auszudrücken. Sicherlich können sie auf Augenhöhe heute spielen. Die Hinrunde haben wir verloren. Das heißt, Payback-Time heute. Auf jeden Fall. Die Brets wollen sie wissen. Genau, ich habe auch vor allem eben so hart den Disco geroastet, also wirklich so hart, so, dass er einfach, ich würde mir einen Bärendienst erweisen, wenn wir die jetzt einfach umschießen, damit ich weiter so einen dicken Strahl pinkeln kann. Können wir erledigen, oder? Ja. Klar. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Ja, Sigi sagt der nee. Sicher! Sicher das! So, übliche Anweisung, schaust du noch Orange? Schaust du Orange? Schaust du noch Apple? Hey, Flexi. Snake, ja? Was? Das hattest du gerade gesagt, Snake, ne? Du? Ja. Auf die Snake schießen? Mhm. Ja, genau. Ja, ich dachte gerade, da wollte ich Snake gehen, ich war kurz irritiert. Ja, super, ich meinte, was möchte ich? Ich hab das gerade live übertragen. So. Und lass doch nicht so mal gucken. Spiel ich jetzt? So. Ja, das ist der Daily Struggle eines Coaches. Du kannst es einmal sagen, du kannst es 17 Mal sagen. Am Ende fragt doch noch jemand. Am Ende hilft es, wenn ihr da seid. Ja, nicht immer. Wie gucke ich das wirklich? So, Fun Fact. Hab ich das Apple gehabt, oder? Fun genau, Fact. Schau auf Apple. Weil ich will ja wissen, ob Apple praktisch beim Reingehen rüber auf unsere Maya schießt oder nicht. Ja. Also Apple bzw. Kelly. Mhm. Wenn die Kelly gehen, auch gucken, ob der. Kelly ist noch wichtiger als Apple. Apple strahlt meist noch ein paar Bälle. Aber wenn sie einen Kelly haben. Fun Fact, ich weiß nicht, ob sich nach dem Block noch geändert hat, aber vor dem Block, der gerade gelaufen ist, haben wir reingeguckt und Brainerd Amstetten auch unmittelbar vor uns in der Tabelle auf Platz. Okay. Jetzt kurz zur Information, was ich jetzt gerade dem Niki gesagt habe. Ich möchte von ihm wissen, ob praktisch hier ein Spieler sich reinbewegt und ob dieser Spieler auf die Snake oder auf die Duido-Seite schießt. Feuer! Schneeballs, Feuer! Okay. Gute 3. Die gehen auch erstmal nicht weiter. Die Disco will auch erstmal ein bisschen. Das war die identische Gameplan gerade. Also das ist jetzt nicht der Attacker, der da war. Clemens, oh mein Gott. Towel. Orange mal Tape. Hey, der war beim Break in T-Back 3, gell? Ja.
Hast du ihn gesehen? Ja. Wusste das jeder? Ich hab's zu Recht gesagt, die Partei rübergepolt. Ich hab ihn da reingehen sehen, ja. Dein Spiegel, gell? Ja, auf jeden Fall. Nee, der war's nicht. Das war irgendjemand anders. Der war nicht draußen, mein Spiegel. Aber du weißt, dass er aber hot war in dem Sinne, gell? Ja, also, dass der drin war. Das war dein Spiegel war besetzt und Orange war besetzt. Ja, wahrscheinlich der Orange. Das ist ein bisschen tighter dann, wenn dann. Wo ist das Handtuch? Ghetto. Okay. Du schießt aber im Backcenter, machst einen Schritt raus, letzter Sekunde. Und der Kram ist dann geschossen. Lass ihn dann kommen. Wieso stehen wir den Jungen? Corner. Corner vor Schneeweiß stehen. Unter dem Durchweh, sonst auch noch. Ich schick Clemens vorne. Maja. Die sitzen hier und warten, gell? Das hast du gerade gemerkt. Ja, sie saß mit zwei Leuten, mit zwei Lines. Da war nichts zu holen mehr. Wenn es so late ist, vielleicht eher außenrum dann, weil wir hatten schon. Wenn wir den Lost hier schon haben, dann geh außenrum. Wenn wir die alle erleben, dann kannst du innen gehen. Aber wenn praktisch, weißt du, wenn die Leute, dann geh außenrum. Über Konto. Und dann pushen der die jetzt weiter auf der Snake. So. Gut. Route 3-1 bin ich gerade gestorben. Also. Eins gestorben? Getroffen, nein, gestorben, ich habe schon getroffen. Wer fällt sich da vorne? Okay. Ich mach's einfach nochmal. Ich bin auch weggerutscht beim Break. Alles gut. Schlecht. Nee, wir machen ganz kurz was sagen? Warte, ganz kurz. Nee, Merlin, D1. Ja. Mach Pause, Daniel. Mach Pause. Josh? Apple. Hm? Apple, du schießt direkt drin. Der darf nicht in T-Back 3 ankommen. Reinspringen, vor T-Back schießen. Ich mach einfach T-Back. Moves waren gut. Aber ja, die haben halt die zwei Leute gewartet. Nicht nur, die waren schon, nee, die waren schon in ihren zweiten Deckungen. Da haben wir erst den Move gemacht und dann konnten die ja, schon warten. Haben schon gewartet. Ja, wir sind nicht ganz glauben. Der schickt ihn jetzt weit direkt für Snake vom Break 100%. Also sollen den ja, ich weiß. Hey, Schneeweiß. Torito, 3. Ja, bei Fire schießt du aber vor die Snake. Bei Fire schießt du auf die Snake? Ja. Okay. Schieß auf die Snake auf jeden Fall. Der Clemens schießt auf Doritos. Auf geht's! Ich denke, man weiß es wahrscheinlich, aber wie gesagt, wir waren zu schnell. Ja, nee, ich hab jetzt den Clemens. Clemens macht jetzt das hier. Aus hier raus. Das kann ich dir nicht vorschreiben. Nur weil ich von dir gesehen habe. Ja. Die haben ihren ersten gemacht, ihren zweiten gemacht, dann kam unser und dann war er schon wieder da. Ihr habt den langen, dann hat er nee, der Problem, er war tot ja. Und er kam von innen. Ja. Er konnte nicht sehen, dass zwei gewartet haben. Wir waren halt Pech mit zwei Lines in dem Sinne. Ja, aber wir waren halt da. Jetzt direkt auf. Doch nicht. Oh, gebounced. Erst, ich habe ihn wegfliegen sehen. Das Problem ist einfach, wir wissen, dass er ein scheiß Cobra sitzt. Weißt du, meine? Lass mich einfach runter. Okay, was passiert? Hä? Wo? Dumm. Hä? Dumm. Ja, okay. Aber wo, du warst wo drin? Im Corner, oder was? Ja, hier. Und wer hat dich getroffen? Ich hab den Kopf gesehen. Heute. Okay. Ja, Mann! Ja, Mann! Deswegen. Einmal, rasiert, ey, Alter. Einmal tief durchatmen, ein Buck Pause und dann bist du wieder gerne. Alles gut. Schön, Clemens. Sau gut, Clemens. Komm, den Doktor! Also das Problem ist, also du machst jetzt den Backcenter. Okay. Aber wie gesagt, die tendieren dazu, hier zuzumachen. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich über die Außen gehen und nicht über innen. Mhm. Weil wir haben ja bis jetzt immer über innen nachbesetzt. Wir können wahrscheinlich diese Bunker nur anlaufen hier. Aber alles, was praktisch nach diesen beiden Bunkern kommt, ist tricky, weißt du? Ja. Selbst diesen tricky, ja gut, hier von hier aus geht's nicht, wenn ihr kennt. Aber überleg halt, ob du über außen gehst oder nicht. Okay. Backcenter. Komm. Josh Apple? Nein, Deine Pause?
Pause. Dorito 1, hart und tief. Hart und tief, Digga. Okay? Ankommen, der Rest ist mir egal. Ja, okay. Ey, wenn du reingehst, guck sofort Kurs. Du hast eben auch, gell? Ja, du hast ihn gebounced, Ja, war zu spät. Du hast ihn gebounced. Okay. Wichtig für mich ist aber, dass danach nicht in den Tod von dem Typ reingelaufen wird. Du warst ja doch der Mufi, oder? Ja. Du weißt ja, dass er da ist. Ja. Das ist halt auch eng, weißt du, meine? Ja, ja. Du hast ihn gesehen, du musst dafür sorgen, dass alles wissen und den Move entsprechend machen. Ja. Okay? Ja. Mach auf End. Welche Seite soll ich schießen? Ey, die laufen entweder, zuhören, die laufen entweder Fight und Cobra blocken. Darauf müsst ihr gefasst sein. Die gehen entweder Fight oder Cobra. Was soll ich machen? Snake. Direkt? Ja. Welche Seite soll ich schießen? Ja? Welche Seite soll ich schießen, Drake? Dorito, schieß die ersten Bälle hier und dass er hier nicht durch kann und dann schießt du da. Nee, erst außen, dass er nicht läuft und dann schießt du innen, dass er nicht in der Hose geht. Und dann guckst du, ob Clemens am Leben ist, okay? Nick, geh! Dann schau, ob Clemens am Leben ist, bevor du movest. Feuer! Ja, aber bounce, bounce. Guck, und schon wieder kommt der Move in die Mitte zum Blocken. Ja, der kommt immer gut auf die Mitte zum Blocken. Aber jetzt ist das Fenster frei. Ruhe. Ey, beim nächsten Mal, wenn ihr One-on-Ones habt, redet weiter. Ey, wenn ihr scheiß One-on-One habt, schreit ihr weiter Bunkernamen, damit der Gegner denkt, ihr seid nicht alleine. Versteht ihr, was ich meine? Taul. Wenn du gerade wischst und der Josch die Staffel kriegt. Klammer Klatsche von Josch. Wir jetzt am besten rollen. Das ist der beschissenste Bunker, um Gunfight zu machen, Schneeweiß. Okay? Versucht rauszukommen. Hat er großen Lauf? Alle voll? Merlin, Pause. Oh, warte, ey, lass mich kurz bitte. Hast du einen großen Lauf noch? Nein, von mir mein Lauf. Ja. Erzähl mir, wie du gestorben bist. Wie bist du gestorben? Direkt der Weg rein? Oder im Bunker angekommen? Ja. Fuck, das ist kacke. Ja. D1. Ey, komm, jetzt mal Schippe drauf, ey, verdammt. Ey, das sind gerade so Kleinigkeiten, deswegen wir den Scheiß verlieren. Zieh durch, geh in das scheiß Bunkerspiel außen rum. Weißt du, du weißt, dass einer Snoop ist. Der wusste nicht, dass du da bist. Geh in den hier Scheiß und schieß außen rum auf die Snoop zuerst. Ja, das hat dann fertig, das haben wir nicht gesehen. Ja, aber dann geh weiter. Er kommt, sobald du schießt, hört er dich, er kommt. Weißt du, meine? Entweder gehst du ran, tötest ihn als Erster, oder du wartest, dass er kommt. Aber irgendwie kostet schießen wieder nicht so viel. Ja, ich hab. Hey, und ganz kurz, wieder kam der Move in der Mitte.
wieder kam der Move in der Mitte, dass sie halt abdecken wollen. Was wir jetzt dagegen machen wollen, ist, dass du, Niki, Pause. Snake. Ja, du gehst in den Ghetto und du machst die Seite da drum zu. Du sorgst dafür, dass da keiner reinkommt in den Fight. Das ist Starter, oder? Ja, Schritt raus, kurz vor Go und dann, der kommt verzögert da rein. So, ey, Daniel, da, wo ist hier? Daniel? Ey, du schwingst den T-Pack 1 und sorgst dafür, dass er nicht verzögert in die scheiß Cobra gehen kann. Okay? Ich schwing T-Pack 1. Ja, und dann schießt du vor Cobra. Ja. Apple. Ja. Lass die scheiß Doritos nicht durch. Hey. Los, drill jetzt. So, für alle Zuschauer. Wir gehen hier hin. Um praktisch hier die Line durchzumachen. Wir gehen hier rein. Weil was Braindead die ganze Zeit macht, die gehen in diese beiden Bunker. Das heißt, wir wehren jetzt hier ab. Das werden wir machen. Der lässt ihn aber schicken wieder nicht direkt. Nee, der schickt ihn. Ja, schauen sich einfach nicht den direkten Spiel. Ah, fuck. Wieso kommt ihr denn da an? Warum kommt der an? Ja, der Punkt ist jetzt schon käse. Taul, Taul! Taul, 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 Taul! Nochmal neu, den haben wir nicht gespielt, den Punkt. Ist so vorhersehbar, was sie machen. Ja, direkt alle rein, den Punkt haben wir nicht gespielt. Es passiert genau das, was ich vorher sage. Warum kommt der an den Fight? Ich hab Snake-Seite geschossen. Warum? Nee, ich hab Dorito-Seite geschossen. Ja, aber dann musst du den Fight reingehen sehen. Nee, der ist Dorito 1 gelaufen. Und dann kam er verzögert an Fight. Okay. Ja, ich hab nach dem Break habe ich aber Snake-Seite geguckt, weil der Weibel gefallen war. Ja, ist egal, du hast doch einen Typ hinter dir, vertrau dem. Nochmal, der kommt, die kommen. Ja. Die kommen. Nochmal dasselbe. Jan ändert das. Du gehst in Snoop. Ey, die gehen nur in Snoop. Die gehen nie weiter, nie weiter. Das heißt, kann ich da hinschießen, sparen? Schieß wenn auf deinen Spiegel oder sowas halt. Versuche ich, aber ich kann... Ja, nicht auf die Hütte schießen, da schießt du Doritos. Ja. Ja. Ich kann nicht so lange dann schieß verzögern. Schieß auf Doritos. Der Pimmel steht schief und er kann mir vom Backcenter da reinknallen. In Orange. Ich muss schnell gehen. Ja, dann geht schnell rein auf die Hütte. Mach, was du willst. Okay. Bleib am Leben. Du brauchst auf jeden Fall nicht vor die Snacks schießen. Check. Wer pennt? Fetsche. Hey, die schießen gerade G und fangen alle an in der Mitte zu rennen. Das ist die ganze Zeit, was passiert hier am laufenden Band. Lass sie doch mal reinrennen, die Knarren. Einfach mal kurz die Disziplin bewahren, bitte. Im Moment machen die, was sie wollen. Weil wir es nicht an den Plan halten gerade. Der wäre einfach genau in deine Line gelaufen. Der nächste wäre in die Line vom T-Pack gelaufen. T-Pack und scheiß Dings schießen mal Kors. Der ist gekommen auf der Snake-Seite. Hast du noch hingeschossen? Hast du ihn gesehen? Ist er durch deine Line? Ja. Das ist doch nicht so geil. Zuerst habe ich hier hingeschossen, dann ist er in den Snoop und dann ist er durch. Weil wir verlieren halt beim Break ein, dann muss halt. Schieß den ersten Hopper mal jetzt diese scheiß Line da runter. Mann, Handschuh! Wir können besseres Paintball spielen als das, was wir hier gerade zeigen. Muss ich keinem erklären. Ja, auf jeden Fall besser als die. Das außerdem. Aber wie, ey, ich hab's doch schon mal gesagt, wir schlagen uns nur selber. Und gerade schlagen wir uns, weil wir wie Idioten wenn nicht Bälle reinkommen. Ich hab's gerade nicht. Ey, zu 90% gehen die scheiß Snoop und die vier Backbunker. Zu 90% sieht das so aus.
Die Zeit reicht für scheiß 5 Punkte. Wir müssen einfach mal anfangen, das Paintball zu spielen, dass wir noch 5 Punkte spielen können. Was machen wir noch auf der Snake-Seite? Alles Zeit der Welt, um 2 Punkte zu schießen. Ich gehe Ghetto. Wir gehen hier in die beiden. Okay. Jan, der wird da deinen Spiegel besetzen. Der wird deinen Spiegel besetzen. Der tendiert dazu, unten zuerst rauszukommen. Wenn du oben zwei, wenn du reinkommst, um 2 Bälle gibst, kommt der nach unten raus. Mach dir die ganze Zeit. Oh. Der hat ihn getroffen am Hopper. Ja, der hat am Hopper. Oh, der Ref geht. Warum guckt der denn von einem Meter weg? Geh doch ran. Schneider keine Paint mehr. Er hat keine Paint mehr. Ich weiß, was er vorhat. Er macht den Hopper aus, macht die Knarre leer schießen und dann die Luft schießen, dann den Hopper wieder anmachen. Aber das geht ja gar nicht hin. Fertig werden, wer jetzt kommt. Ey! Jetzt geh auf, komm mal zusammenreißen. Das war meine Kugel. Hey, spielt das? Ja, dieselben. Ja. Das ist aus der Kopfstelle. Das waren meine Kugeln. Kommt, Jungs! 5:41, reicht für alles. Auf geht's, kommt! Disco! Hör da nicht, guck da nicht, warte, halt ihm kurz den Mittelfinger rüber. Was ein Mann, aber. Wie könnt ihr den da rüberkommen lassen, ey? Weil keiner hinschießt. Weil bleibt der Schuss da. Nee. Kann er nicht über die. Nein, da nicht. Das Problem ist jetzt, habe ich euch die Ansage gemacht, ihr müsst die Disziplin halten, jetzt schaltet wieder keiner um. Jetzt haben wir G2. Und wir sterben halt den Bunker, weil wir nicht umschalten. Gut, Jan. Jetzt haben wir beide in der Snake.
Alter, was war das denn, Daniel? Keine Ahnung, wo ich den hergenascht habe. Ne, warum geht er denn nicht auf der Drüse-Seite weiter? Was war das denn? Wie viel steht's? 45. Hey, Thomas, alle 30 Sekunden Zeit, bitte. Warum bist du nicht auf der Dorito-Seite weiter? Warum bist du in die Mitte gezogen? Ich wollte innenrum einfach vor auf die Dorito-Seite. Ja, wir hatten keinen mehr auf der Dorito-Seite. Komm da jetzt. Ich habe deine Pflicht. Yo. Hat er. G3. Ich weiß nicht, ob die Snake 1 auf dem Schirm haben, genau. Okay, jetzt hat er den Schirm, ne? Der schießt ja auch nicht auf ihn. Ja. Jetzt, der Weibel nicht, oder? Doch. Jetzt, Jan, jetzt deine Chance. Jetzt steht er auf, Jan, und schießt endlich. Jan, warte, leg einfach den Köder raus. Nee, er müsste einfach aufstehen, Dorito schießen. Er müsste jetzt auf Risiko gehen. Fick den Vektor. Wenn Clemens aufsteht, sofort das Taul. 2,5. Ja, 1-on-1 werden wir nicht abblasen. Alles gut. Sei nur bereit, wenn es schief geht. Hat auf jeden Fall noch mindestens einen vollen Hopper. Ey, und nicht sofort werfen. Ey, Thomas, nicht sofort werfen, wenn Clemens tot ist. Es kann ein Trade sein immer. Ach, Clemens, ey, du hast so viel trainiert da in die Richtung, Alter. Schieß den Hurensohn jetzt. Ja. Also Zeit, aber wir brauchen Zeit. Kann ich sehen. Apple. Was ist Score? Was ist Score? Was ist Score? 1-2-3-1. Ruf doch jetzt endlich, komm. Eine Minute. Okay, also, ey, 1 Minute, 1 Punkt für ein Draw. Wie viel haben wir? Wir machen dir scheiß kein Draw, wir gewinnen die Kacke, ist das klar? 36 Sekunden. 36. Mit dem Gameplan. Habt ihr Luft alle drauf? Nicht, dass ihr jetzt alle zugeglotzt habt und gleich ist die Luft leer. Luft checken. Mach den Klimaschritt. Ja. Jan, Snake. Ja. Hopper voll. Fight. Fertig, wer hält dich bei dem Jump auf? Einfacher. Er hier oder er könnte mir hier noch rein. Also hat ein kleines Fenster. Okay. Aber wahrscheinlich ist der gefährlichste der hier. Komm runter, Tate holen. Ich hab den Bussch gefahren. Alles gut, weiter geht's. Okay.
Clemens, Ghetto, ich will, dass du auf jeden Fall den tötest, der in den Dozer gehen will. Der in den Dozer geht, den will ich, dass du tötest. Wenn er nach 5 Sekunden wieder da ist, mach Druck nach vorne. Über die Pins. Klar? Und denk dran, nicht anhalten, Leute. Nicht anhalten. Ja, er schon kurz. Clemens, der meint falsch, ne? 36 Runden aufgeschissen, einfach durch. Wir nehmen Timeout auf jeden Fall. Thomas, Timeout gleich nehmen, gell? Timeout gleich nehmen. Erst, wenn die auf dem Feld stehen. Foul! Foul! Wer hat den Move hier hinten gemacht? Merlin. Merlin, du machst den Move hier außen, okay? Merlin, Niki. Jan. Schneeweiß? Ja. Raussteppen, schießen. Sobald Jan ist, hinterher. Check. Hier, stehend, okay? Check. Der Einzige, der kurz schießt, ist der Clemens, der hier reingeht. Und hier dafür sorgt, dass keiner blockt euch. Clemens, das ist dein einziger Job. Du gehst da rein und sorgst dafür, dass keiner scheiß Dozer kommt. Okay? Wenn Dozer kommt, musst du in die Pins gehen, die töten. Aber so oder so in die Pins dann, ja? Hey, 36 Sekunden. Das sind keine 15, keine 20. Ich hab so dick die Fresse aufgerissen, mein Disco stopft die dem jetzt. Du bist auf dem Feld, gell? Ja. Hey, ruhig kontrolliert. Nein, da. Ach, da kommt er. Ja. Fünf, da stehen fünf. Alles gut. Der kann mit mir. Schneeweiß! Feier! Feier! Snake Corner, Feuer! Feuer! Nur Feuer! Feuer! Aber nicht zugehört. Was habe ich schon gesagt? Stehend. Und er geht runter und dann kommt der Typ gerannt. Weil das ist genauso, was halt der Punkt passiert. Pass durch, abhacken. Brauchst auf der Bild, ich schub mir einen ab. Schön, Jan. Abwechselnder wollte ich sterben, gell? Ja, hat er dich getroffen? Irgendeiner hatte mir dann einen Lauf geschossen beim Runtergehen. Ja, der Rest stand direkt neben dir, gell? Der stand direkt neben dir. Was denn? Eine Sekunde. Danke, Moschee. Jetzt kann ich ein Bier trinken, Alter. Deswegen habe ich das stehend. Das ging nicht, ja. Natürlich geht's. Über Taxi. Weißt du, du kannst hier, und so los muss halt innen rum. Aber wenn du unten bist, kommt der nicht, hol dich. Hey.
Point approved. Merlin, kannst du die Kanone mitnehmen? Schade! Okay, I have to rewatch this on my own. But I mean, this was like 2 years ago. Yeah, it's like an idea we had. Hast du ihn gefunden jetzt, oder? Ich nehme Game on. Game time finish. Game finish. Warte, gib uns 2,5 Sekunden. Mein Grund. Carmenetja verliert das Spiel gegen Dark Sun Stuttgart. Gegen Dark Sun Stuttgart, ja, 4-2. Haben wir leider gar nichts von mitbekommen, weil der Disco und ich uns ja gerade hier unten battlen mussten. Ja, wir hatten eine Messung. Ja, wir hatten eine Messung quasi eine mit einer vorangehenden Meinungsverschiedenheit. Und obwohl ich eindeutig progressiver in meiner Aussage war hier vor dem Disco gegenüber, ja, muss ich schon sagen, die Ohrfeige hat wehgetan. Ja, ich habe meine erste Aussage, ich wiederhole das gern, weil das ja eigentlich gar nicht eine gut gemeint ist. Ja, ich lasse dir durchgehen. Die letzten 2-3 Spiele, wenn ihr gegen uns geht, spielt ihr meist unter Möglichkeiten gefühlt, dass ihr vorher deutlich stärker aussieht und die Schüsse nicht sitzen. Auch wenn wir trotzdem dann irgendwann wieder durchgehen, weil ihr uns zwingt, wo wir eigentlich, nee, da kannst du bei denen nicht durch. Und dann machen wir es doch, weil unser Scheiß sonst nicht läuft und dann kommen wir aber durch. Ja, ist richtig. Also, das hat aber auch ein bisschen was mit unserem Mindset zu tun. Kennst du so unser Mindset? Wir haben da so ein ganz bestimmtes Programm. Hau mal raus. Also wir gehen halt einfach von dem Mindset so daran, dass wir immer davon ausgehen, dass kein Team besser ist als wir und dass, wenn wir verlieren, ausschließlich wir gegen uns selber verloren haben. Das heißt, ihr könnt einfach gar nicht nie gut spielen. Eigentlich seid ihr nicht schlagbar. Wir sind eigentlich unschlagbar, es sei denn, wir entscheiden, gegen uns selber zu verlieren. Richtig. Ja. Und das macht ihr halt manchmal. Das machen wir, weil wir wissen, wir sind eigentlich voll toll und haben es voll drauf und manchmal setzen wir das halt voll um. Und gegen euch haben wir jetzt auch gerade tatsächlich 2 Punkte lang gedacht, wir setzen das jetzt voll toll um. Das war jetzt nicht so, dass da gar nichts kam. Nee. Aber nach hinten raus konnten wir es da nicht halten. Und persönlich hat mir jetzt eigentlich nur der Punkt wehgetan, den wir auf jeden Fall am Ende haben wollten. Dann macht ihr da halt allen Ernstes noch einen raus. Wir haben ja gesagt, komm, der geht ganz klar an uns so und dann lassen wir da euch auch noch buzzern. Das war auf jeden Fall, das war nicht der Plan. Der Harald kam vom Feld gefleht. Vom Feld gefehlt. Ich bleib unten. Ich bleib unten. Nein, ich geh nicht mehr. Und dann mal 36 Sekunden und dann ging es um Halten wir. Und weißt du, wie gut Brandon im Halten ist? Ja, nicht gut. Nein. Nee, das ist eine Kernkompetenz von euch, aus der Deckung zu sterben. Wir können das nicht. Ja, ich weiß früher schon nicht. Habe ich immer gesagt. Pass auf, und weil ich ja auch weiß, dass das allmählich auch alle wissen. Lässt einfach alle Leute nur noch in Bewegung. Angriff.
Angriff, ja, ja. Ich will, dass ihr den Punkt holt. Aber also, wenn wir eins, und wir hatten ja eine Kamera da unten, also wenn wir eins gemerkt haben, dass du quasi permanent Angst davor hattest, jemanden direkt weit in die Snake zu schicken, weil du genau weißt, dass wir das einzige Team sind, die jedes Mal den Snoop-Schuss heute hatten. Du hast dich einmal einen direkt vorbereitet. Geschickt. Einmal vorbereitet. Hey, leg den Köder da aus. Der schickt den jetzt rein, der hat den schon im ersten nicht geschickt. Kommt keiner. Alle immer nur Handbremse. Ich habe aufgepasst den ganzen Tag. Ja, hast du gemacht. Ja. Schade eigentlich. Ja. Weißt du, was wir sogar gemacht haben? Vielleicht ehrt sich das. Ja. Wir haben, ich bin kein Paint-Politiker, von daher sage ich jetzt nicht mal Paint-Sorten, aber wir hatten so zwei verschiedene Sorten. Habt ihr auch extra, habt ihr gewechselt nochmal, wir auch. Wir haben im dritten Spiel gewechselt, damit wir fürs vierte nochmal die gute haben. Wir haben für verschiedene Spielszenarien verschiedene Paint eingepackt. Haben wir aber auch erst im dritten Spiel geändert und gegen euch haben wir auf jeden Fall eine andere. Also haben wir hatten auch zwei Optionen innerhalb unseres. Ja, die eine Option habt ihr von uns gekriegt auch, ne? Ist das so? Ich meine wohl. Kann sein, ja, aber wir hatten halt so eine sehr fragile und eine, wo wir wissen konnten, okay, da schießt du vielleicht jetzt mal einen Bounce mit, so, aber dafür ist die, fliegt die quasi schnurgerade zwischens Auge. Jetzt haben die ja noch einen von mir abgeladen. So. Es geht mir ab. Willi, hast du was zu sagen? Willi, boom! Guck mal, ey, Disco, jetzt war ohne Scheiß. Wie lange hast du den Willi dafür unten bestochen? Jetzt war ohne Witz. Willi ist okay. Also ich kann halt auch verstehen, wenn sich das so viele Jahre anstaut, so, Das muss ich halt auch irgendwann mal entladen, ne? Ja, macht schon mal ein Foto ohne Disco. Na, ich muss da ganz kurz runterrennen. Wieso das denn? Weil das ein jedes Foto ist. Ohne dich ist ein gutes Foto. Nein, deswegen wegen Werbung. Wichtig. Okay, also ich mache das hier, ich fülle das ganz hier kurz, alleine aus. Ganz das ist kurz, überhaupt ich bin gar kein Problem. Da. Ja, du hast auch nur einen halben Block, ne? Ja. So, ja, der Willi hat sich hier gerade nochmal sehr fair über das vergangene Spiel geäußert. Der Willi. Das merke ich mir. Den greife ich nochmal ab. Allerdings nicht mehr die Saison, denn das war jetzt schon das Rückrundenspiel. Fairerweise muss man sagen, wir haben, glaube ich, jetzt beides die Hin- und die Rückrunde gegen Braindead verloren. Wie der Disco schon gesagt hat, wir bleiben unter unseren Möglichkeiten gegen sie. Nichtsdestotrotz haben wir noch zwei spannende Spieltage vor uns und natürlich den letzten Block des Tages. Rain of Fire Nürnberg gegen die Dornbirn Daltons und nochmal ganz spannende Kiste, die Lucky 15s gegen Breakout Spa. Also quasi kriegen wir mal kurz die Live-Tabelle-Regie. Ich denke, das dürfte das Duell der ersten beiden sein. Das ist das Duell der ersten beiden, so wie ich mir das auch gedacht habe. Die Mercs hängen da kurz drunter. Ja, oh, hier, ne, da haben sie sich aber tatsächlich... Guck mal, Braindead, Amstetten und Pretz haben sich tatsächlich jetzt nicht bewegt nach der Begegnung. Ist also für beide unveränderte Ausgangsposition, Platz 6, Platz 7. Okay, ja, hier wird auch gefragt, der Damir antwortet schon den Leuten hier für die Lucky 15s. Ian Cooper, hello to the island. So, yeah, like Damir said, Lucky 15 are doing pretty well. It's their last game for today is against Breakout Spa. Breakout Spa currently on position 1 in the... on the schedule and followed by Lucky 15s on position 2, so should be very, very interesting.